Moin, hier ist Heini. Jetzt kommen wir zum neuen News und wahrscheinlich ist das erstmal das letzte News. Ich will mich mehr um jetzt Projekte kümmern, um Werkstätte, das fertig wird und diese News stelle ich ein paar Sachen vor, was ich euch noch sagen sollte. Wollte, ich meine, in Deutsch kennen wir. Aber dann ist erstmal mit News genug und dann werde ich erstmal ein paar Wochen keine News machen, sondern ich werde erstmal um das Wesentliche kümmern. Ne? Ich meine, die News sind ja auch nicht so gefragt jetzt und erstmal das Wesentliche. Ich war diese Woche krank, darum kam gar nichts leider. Und ja, ne, ich bin sehr anfällig. Ich weiß auch nicht, was das ist, du. Ich bin wohl tot, ey. So, als Erstes, ich habe mir wieder ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Und zwar wollte ich mir ja einen Frästisch bauen, ne? Baue ich nicht mehr, sondern da kommt man ja zu nichts. Ich will so viele Sachen machen, auch jetzt werde ich innen anfangen mit meinem Möbelbau, aber komme ich gleich zu. Sondern ich wollte mir eine Tischfräse bauen, sondern ich werde mir jetzt eins holen und kaufen. Und zwar ist das der von Sheppard, den finde ich ganz interessant, der sah ganz gut aus. HF50 oder wie der hieß. Ne? Aber das werde ich dann nochmal vorstellen im Video, wie der ist. Und den wollte ich mir holen und dann... der mit 12 bis 12 mm schafft und höhenverstellbar, schon alles rum und dran. Und wie gesagt, den werde ich im Video vorstellen, denn ich weiß, jetzt schimpfen wieder viele wegen Produkte, aber ist egal, so ist das Leben. Ne? Aber es dauert ja noch ein bisschen, ne? Man muss einfach Geld sparen. Aber so ist der Plan, dass ich mir den dann nicht einbauen will in meinen Werktisch, sondern ich will mir den dann holen und fertig. Ne? Da freue ich mich auch schon drauf, dass ich denn eine vernünftige Tischfräse, der sieht ganz groß aus, ne? Also bevor ich die groß baue. Nee. So. Dann habe ich hier kleine Projekte und große Projekte. Große Projekte ist damit gemeint, dass ich jetzt anfangen will, meine Sideboards und mein Lowboard und so was alles selber zu bauen. Ne? Hatte ich ja schon öfters angekündigt und das wird Zeit, dass wir das schön machen. Wir haben immer eine Frau und ich, mein Engelchen, ne? Haben überlegt, so den Stil, was wir haben wollen. Wie das genau wird, zeige ich im Video, das verrate ich jetzt noch nicht. Und da sind wir uns einig geworden und sieht eigentlich ganz cool aus. Ne? Das passt zu uns. Ne? Alte Menschen hier, du. Und ja, und dann ein kleines Projekt hatte ich noch aufgeschrieben, und zwar werde ich dann immer zwischendurch so kleine Projekte noch machen. Ne? Kleinigkeit, zum Beispiel jetzt hier, hatte ich mir ausgedruckt, ich wollte Mann und Frau mit der Kopiersäge machen, mit Beleuchtung, alles so. Ne? Und da will ich so kleine Projekte zwischendurch machen. Ich will mir eine Lampe bauen, ich will hier was machen, ich will noch so ein paar Kleinigkeiten, Jigs, oder wie die da nennen, ne? So kleine Hilfen und so alles bauen, das mache ich dann so zwischendurch. Ich werde aber nicht jetzt alle zwei, drei Tage ein Video planen, so nee, ne? Das soll alles Hand und Fuß haben, ich werde das so ein bisschen anders anpacken und vernünftig und ja, so ist der Plan. Aber wie gesagt, Möbelbau steht in erster Linie, da kommt auf jeden Fall jetzt die nächsten Wochen, wo ich damit anfange. Ne? Das muss ja auch, das dauert ja auch ein bisschen, ist ja nun nicht so, dass ich 20 Stunden in der Werkstatt rumflitzen kann, ne? Wie so ein Flitzer. So, dann steht hier noch Vordachbau, ich wollte mir demnächst, ganz kurz mal, stopp. Wo wir beim Möbelbau sind, da haben wir uns überlegt, wir wussten, wir wollten das Dunkel haben, das wussten wir, so mehr Kolonialstil und so, ne? Und dann waren mein Engelchen und ich, wir waren im Holzfachhandel und haben uns da Informationen geholt, so, ne? Und dann waren wir hier in Holzpossling, ist hier in Berlin so, ne? Und da haben wir das jetzt, habe ich selbst gemacht, ne? Und habe das mal getestet und das sieht sehr cool aus. Und das ist Dekorwachs, nennt sich das. Das habe ich jetzt ganz normal, auch Dekorwachs, zweimal drüber. Sieht ein bisschen dunkler denn aus, wie es aussieht. Und mit Klarlack drüber. Und hier, ja, so wollen wir das haben auf jeden Fall. Da, wie gesagt, das ist Dekorwachs und das ist auch richtig robust. Und da kann auch Wasser drauf kommen und so alles. Ne? Und da kann man aber auch dann irgendwie wieder so, hier, die haben auch so Dekorlack oder so alles. Ne? Und dann habe ich da, von Osman ist das. Dann war ich auf der Homepage drauf und falls das jemand interessiert, wenn jemand noch Möbel bauen wollte oder irgendwie sowas, da kannst du Probepackungen kannst du da bekommen. Das schicken sie dir kostenlos zu. Und dann habe ich jetzt gemacht, ich will ein Wohnzimmer, das ist ja für ein Esszimmer, für ein Wohnzimmer möchte ich dazu mehr Weiß haben. Ne? Da war jetzt nur einmal drüber, gehst du nochmal drüber, dann machst du mit dem Pinsel und dann machst du es mit den Lappen wieder runter und polierst das und dann wird das richtig glatt. Ich habe das noch nicht poliert, dann wird das so glatt, als wenn das mit Klarlack ist. Ne? Sieht echt super aus. Also ist kostenlos, schicken die euch kostenlos zu, die Probepackung. Weil man kann ja nicht jedes Mal so eine Dose kaufen zum Testen. Ne? Und dafür finde ich das echt super. Ne? Dann kannst du anklicken, welche Farben du alles haben willst und dann schicken die euch kostenlos zu. Ich habe jetzt das gekriegt, was mich interessiert. Und ja, angestrichen alles und perfekt. Ne? Also wollte ich nur mal darauf hinweisen, ich kriege kein Geld dafür, über Gott, wie will. Das ist einfach nur so, wenn jemand irgendwie was braucht, Möbel irgendwie Farbe mal testen will. Das ist jetzt, wie gesagt, natürliche Holzanstriche. Das ist Klarwachs. Also das ist Dekorwachs, nennt sie das auch, ne?
Genau, die Corvax, verschiedene Sachen. Könnt ihr ja mal gucken und dann mal beantragen. Kriegt ihr kostenlos zugeschickt, die Proben. So, das war das. Und ja, wir haben uns hierfür entschieden. So werden die Möbel denn sein. Ne? Für diese Farben. Hm, schick, oder? Natürlich soll das ein bisschen mit Klarlack. Ich will mal gucken, hier war auch Lack dabei. Mutti, guck noch mal ganz kurzfristig. Klarwachs, ne, war dabei. Ich will das noch mal mit Klarwachs rübergehen, wie das denn aussieht. Und dafür ist das perfekt, ne? Und bevor euch ja die großen Hosen kosten, ja dann noch, keine Ahnung, 15 bis 20 Euro oder so. Und bevor ich da mich verkaufe oder so, dass ich leihen mag, ist das optimal. Und ich sehe ja mal die ganzen Leute, dass die immer so langsam Möbel bauen und sowas alles, ne? Also ist Empfehlung. So, das war das, ne? Also ich finde das schick, mein Engelchen auch. Dann machen wir das so. So, was haben wir denn noch hier? Vordach, genau. Ich wollte mein Vordach bauen, ne? Ich zeige das mal im Bildchen. Ich fotografiere mal. Ich zeige das jetzt, so sieht das jetzt aus. Und ich wollte mein Vordach jetzt bauen. Da mache ich aber kein Video von, weil das wird, glaube ich, nicht so professionell, wie es sein sollte. Weil, wo wir das Haus gekauft haben, das war vorher, das ist so eine Holz, so eine Hütte und dann haben wir das angebaut und Skandal, auf jeden Fall. Ich glaube, in diese kriege ich nicht so viel Halt rein. Das ist mehr so, die eine Seite ist Holz und dann ist da Putz drüber, dann ist da irgendwie so Sauerkrautplatten oder wie der dann nennt. Ne? Ich weiß nicht, wie ich da Halt reinkriegen soll. Ne? Da tue ich mir echt noch ein bisschen schwer. Rechts ist klar, da kommen Haaranker rein. Ne? Aber an der Wand muss ich echt gucken. Ringanker ist auch klar, aber die linke Seite zeige ich euch gleich, wie gesagt, auf dem Bild. Und von daher mache ich da kein Video von. Aber was ich noch mal kurz sagen wollte, ich hatte das auf Instagram gesehen und habe ich mir bei Amazon jetzt bestellt, gekauft. Ich will das Vordach mit Überblattung machen, ne? Ausschneiden und dann hatte ich das gesehen. Wo bist du überhaupt, ey? Ich hatte schon eins ausgepackt. Auf jeden Fall gibt es 18 cm. Gibt es auch kleiner hier? Aua. Sag mal, willst du mich verarschen? Wo bist denn du? Ist da eine Stichsäge drin, ne? Hallo. Egal, packe ich aus. Gibt das 18 cm Stichsägeblätter von Conbra, kannte ich nicht, ne? Und damit wollte ich hier die Überblattung machen, dass ich das in 10er Balken, ne, so durchkomme. Perfekt, brauche ich das nicht mit Kreissäge 10.000 einschneiden. Ich bin gespannt. Dann werde ich aber dann auf jeden Fall zeigen, wie das funktioniert, ne? Ob das funktioniert alles, ne? Da bin ich mal gespannt. Die werden ja damit von ja. Und dann werden wir das mal sehen, ne? Von Conbra, die haben verschiedene Größen und 18 cm habe ich so noch nie gesehen. Und da habe ich gesagt, oh, das passt ja exzellent, ne? Warten wir es mal ab. 4 mm dick oder was das ist hier, was da drauf steht. Bin ich mal gespannt. Wollte ich auch mal erwähnt haben. Ist ja nicht so, dass ich gar nichts mache, ne? So, von Conbra. Denn, so, ich hack das mal ab, ne? So, dann haben wir auch. Möbelfarbe haben wir auch. Vordach haben wir auch. So, dann haben ja schon ein paar Leute mitgekriegt, dass ich eine Homepage neu habe. Ne? Heimwerker-treff.de ist auch unten jetzt mal eben verlinkt. Und ich wollte immer mal eine schöne Homepage haben. Einen ganz großen Dank geht nochmal an Hansi. Hansi, vielen Dank, der Moderator ist, der mich ja echt tatkräftig unterstützt. Ne? Und das haben wir beide ganz alleine auf die Beine gestellt, alles was da drauf ist und so, ne? Und vielen Dank, Hansi, erstmal auf diesen Weg. Und so langsam auf dem Forum, so langsam kommt da ein bisschen Schwung rein. Kann man jetzt nicht mit Truppel vergleichen, das ist mir schon klar, aber das ist mein Urteil aus Friesen. Sollte so ein Gewinnspiel gestartet, da könnt ihr einen Amazon-Gutschein gewinnen und von Crack so was Schönes und dann noch so ein Heimwerker-T-Shirt. Könnt ihr ja mal gucken, könnt jeder kostenlos mitmachen. Auf der Startseite ist ein Button, da klickt ihr drauf und dann seht ihr das. Nee. Dann haben wir auch in Welt gerufen und ja. Könnt ihr ja gerne mal gucken. Heimwerker-treff.de ist unten verlinkt. Da könnt ihr beim Gewinnspiel mitmachen. Und im Forum haben wir da ja auch so ein paar Rubriken wie Kaufen, Verkaufen und so was. Ne? Könnt ihr ja mal rumstöbern. So, da haben wir auch. So, und dann habe ich dann auch, dann möchte ich oder möchten wir auf dieser Homepage einmal Instagrammer der Woche vorstellen. Und einmal YouTuber der Woche, YouTube-Kanal der Woche. Die kommen dann nochmal auf die Startseite. Und eine Woche und jeden Samstag, eigentlich circa jeden Samstag, wird das sich ändern. Ne? Und ja, wenn ihr Interesse habt, also eigentlich schreibe ich die Leute dann immer an, sage ich ganz ehrlich, oder habt ihr Bock da drauf und so, dann sagen die, jo. Aber wenn ihr auch mal Bock habt, auf die Startseite zu kommen mit eurem YouTube-Kanal oder Instagram-Account, könnt ihr mich ja gerne anschreiben oder so. Und dann PN schicken im Forum, weil auf YouTube kann man keine Nachrichten mehr schicken. Ne?
die ändern alles, die üben. Könnt ihr mir ja gerne mal eben im Forum schreiben. PN, ich möchte auch mal gerne auf die Startseite oder sowas mit eurem YouTube-Kanal. Dann macht das die Seite, Sache ein bisschen für mich einfacher. Braucht ihr nicht mal aussuchen, dann könnt ihr mich ja eben anschreiben, ja? So, das haben wir auch. Ach ja, dann haben wir auch noch LED Netto. Und was damit gemeint ist, seht ihr jetzt. Ich habe kein Intro, keine Angst. Und zwar, ich war gestern einkaufen bei Netto. Und dann habe ich das gesehen, so ein LED-Lichtband, 30 cm mit Batterie, für 3 Euro. Ne? Da habe ich gesagt, das wollte ich mal erwähnt haben, das habe ich auch im Forum geschrieben. Und man ist ja immer am Basteln und man braucht immer mal hier so ein bisschen Leuchte, indirekte Beleuchtung. Finde ich perfekt dafür, oder? Also wollte ich aber nur mal erwähnt haben. Ne? Kostet 3 Euro, da habe ich mal vorgesagt, wenn die einkaufen geht, soll ein paar davon mitbringen. Weil irgendwo bist du immer am Basteln, wo du mal so ein Licht dahinter haben willst und brauchst keinen Strom anschließen. Also fand ich cool. Wollte ich mal erwähnt haben, du. So, du bleibst da. Ach, da ist meine Karte. Dann haben wir das auch. LED haben wir auch. Da haben wir heute drauf. So, dann war es eigentlich schon wieder. Außer, dass ich jetzt noch jemanden grüßen will. Und zwar ist das der Tom von Toms Bastelkanal. Grüße dich, Tom. Schön, dass du immer meine Videos kommentierst. Freut mich ganz doll. So, Tom. Tom, willst du nicht mal YouTuber der Woche werden? Das passt doch, oder nicht? So, und dann noch ganz wichtig, bevor ich wieder im Keller schlafen musste, mein Engelchen hat sich beschwert, dass ich die grüße wieder, ne? Mein Engel, ich grüße dich, ich liebe dich über alles und danke, dass du alles unterstützt für mich, was ich so mache, ne? Ja, dann haben wir das auch. Engelchen hat Kuss gekriegt, freut sich. Ja, das war's. Habe ich was vergessen? Ich guck mal ganz kurz so. Hier sind die nächsten Projekte, was ich mit Laubsäger arbeiten, Dekupiersäger machen will. So, und dann fange ich auch gleich das neue Projekt an, wenn ich das Video abgeschlossen habe. Ich sage, ihr könnt in der Beschreibung bitte gucken, da sind die Infos drin. Und für die neue Homepage und Gewinnspiele und sowas alles, ne? Ich sage in diesem Sinne ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss. Ach, und die macht April immer. Tschüss. Die kann ich auch mal auf meine Homepage packen. YouTube-Kanal der Woche. Die hat fast 1 Million Abonnenten. Puh, ein paar Nullen fehlen noch, du.